Christ liest die Bibel, du bist verflucht. Du hast dein Heil bei dem Falschen gesucht. Gott gab dir Verstand, warum nutzt du ihn nicht? Hör meine Worte und sieh mein Gesicht. Christ liest die Bibel, du bist verflucht. Du hast dein Heil bei dem Falschen gesucht. Hältst dich nicht an die Gebote, es sind doch nur 10. Was du davon hast, wirst du am jüngsten Tage sehen. Christ liest die Bibel, du bist verflucht. Du hast dein Heil bei dem Falschen gesucht. Ich kenne keinen Christen, der alle 10 befolgt. Das hat Gott so garantiert nicht gewollt. Christ liest die Bibel, du bist verflucht. Du hast dein Heil bei dem Falschen gesucht. Du betest zu Göttern, die gar keine sind. Gebote schlägst du dabei in den Wind. Christ liest die Bibel, du bist verflucht. Du hast dein Heil bei dem Falschen gesucht. Du legst die Bibel aus, wie es dir grad gefällt, wie sie am besten passt in deine Welt. Christ liest die Bibel, du bist verflucht. Du hast dein Heil bei dem Falschen gesucht. Seit gut 2000 Jahren machst du das schon. Die ewige Verdammnis ist dafür dein Lohn. Christ liest die Bibel, du bist verflucht. Du hast dein Heil bei dem Falschen gesucht. Und selbst an Jesus' Lehren hältst du dich nicht. Eines Tages stehst du blöde vom jüngsten Gericht. Eines Tages stehst du blöde vom jüngsten Gericht.